Hallo, heute habe ich einen Steal Her Style oder Get the Look von Ashley Tisdale. Und ja, ich fange auch direkt an, und zwar mit den Haaren. Meine Haare sind jetzt frisch gewaschen und noch etwas nass. Und als erstes behandle ich sie mit etwas Moroccan Oil, weil ich gleich mit Hitze an sie rangehe. Und dann schminke ich mich sozusagen noch einmal ab, und zwar mit dem L'Oreal Paris Hydra Active 3, um mein Make-up vom letzten Tag noch einmal komplett zu entfernen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Make-up, und ich habe mich für dieses Make-up von Ashley Tisdale entschieden. Und als erstes verwende ich die Dream Pure 8-in-1 BB Cream von Maybelline und ja, verteile die einfach gut in meinem Gesicht. Ja, dann kommen wir zum Puder, und da benutze ich einfach das Essence Stay All Day 12 Hours Long Lasting Powder. Dann geht's weiter mit dem Hoola Bronzer von Benefit. Und davon trage ich, eine gute Menge von auf, weil Ashley Tisdale, wie ich finde, auf dem Bild ein ziemlich konturiertes Gesicht hat. Und dafür konturiere ich einfach meine Wangenknochen, meine Schläfen und unter meinem Kinn. Nicht unter meinem Kinn, ihr seht es ja. Und da war ein Haar. Und ja, dann benutze ich den Defining Blush von Catrice, und zwar in der Nummer 020 Rose Royce. Und ja, den trage ich einfach auf mein Apfelbäckchen auf. Und weiter geht's auch direkt mit dem Love Letters Highlighter von, ja, Essence. Und den trage ich einfach da drüber auf. Und da ich kein richtiges Nude hatte, habe ich den Kiko Lippenstift in der Nummer 11 ganz leicht aufgetragen. Ich würde euch empfehlen, einen Nude Lippenstift für diesen Look zu nehmen, weil er schließlich einen Nude Lippenstift hatte. Und ja, dann geht's weiter mit der Naked Palette. Und da benutze ich zuerst die Farbe Naked, um, ja, mein Augenlid einfach zu neutralisieren. Und weiter geht's dann auch schon mit der Farbe Sidecar. Und die verwende ich einfach auf meinem beweglichen Augenlid. Ja, weiter geht's dann mit der Farbe Buck. Und ich weiß auch nicht, wieso ich diese Farbe verwendet habe. Ich gehe gleich nochmal mit einer anderen Farbe drüber. Und zwar mit der Farbe Dark Horse. Und ja, da gehe ich einfach, fülle ich das sozusagen aus, was ich da gemacht habe. Das ist wie ein Dreieck, weil ich habe versucht, es so zu machen wie Ashley Tisdale, aber es hat nicht ganz geklappt. Aber es ist ja auch nur ein Inspired-Look. Und ja, das verblende ich dann einfach ganz gut, bis es so ist, wie ich es haben will. Und dann gehe ich mit einem Eyeliner drüber. Und zwar ist das jetzt der P2 Luxurious Eyeliner Pen, und zwar in der Farbe Braun. Und ja, da ziehe ich mir einfach einen ganz normalen Eyeliner. Ich habe den Wing etwas stärker gemacht, weil mir das einfach bei mir besser gefällt als so ein kleiner. Und ja, dann geht's auch zu den Augenbrauen, und da benutze ich den Essence Eyebrow Designer in Blond. Und ja, Ashley Tisdale hat sehr, ja, angemalte Augenbrauen, sag ich jetzt mal. Deswegen habe ich meine auch etwas stärker angemalt. Und dann gehe ich noch mit dem Bürstchen drüber und mit dem Augenbrauengel von Essence. Und ja, das war's dann auch mit den Augenbrauen, und ich weiß nicht, was das gerade für ein Geräusch von mir war, aber hey, ja. Dann geht's weiter mit der Catrice Cosmetics Lashes to Kill, False Lashes, irgendwas Mascara, ihr seht's ja, und damit tusche ich mir einfach die oberen und die unteren Wimpern. Und dann geht's auch weiter mit den Haaren, und da mache ich mir einfach ein paar Locken rein, beziehungsweise ich versuche es, die Locken ziemlich, ja, schlicht zu halten. Und wie ihr seht, hat es nicht ganz geklappt. Deswegen gehe ich da gleich nochmal komplett mit dem Glätteisen drüber. Hier seht ihr jetzt, wie ich das unten mache. Aber ich habe es überall nochmal gemacht, damit die Locken ein bisschen, ja, kleiner werden und nicht so auffällig. Wie ihr sehen könnt, hat Ashley Tisdale hier auch ein paar Locken. Und dieses Outfit habe ich jetzt versucht nachzukreieren. Und zwar habe ich dieses Haarband hier einmal von einer Freundin ausgeliehen. Und ja, das ist von Forever 21. Dann ist mein T-Shirt von Primark, das ist ein lockeres T-Shirt. Und meine Hose habe ich ein bisschen unten hochgekrempelt. Und die ist von H&M. Da dies eine Kooperation mit vielen anderen YouTubern ist, verlinke ich euch hier einmal die Playlist von unserem Projekt, und die einzelnen Videos aller anderen verlinke ich euch in der Infobox. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und tschüss!